Herzlich willkommen Leute zu diesem legendären Video und wahrscheinlich der Vlog des Jahres 2024. Und für die Leute, die sich fragen, wie kommt das Ganze zustande, Musti. Bruder, ich danke dir von ganzem Herzen. Bro, du bist der größte Ehrenmann, denn er hat das Leute über mehrere Ecken einfädeln können, dass wir Cristiano Ronaldo heute treffen können. Ich kann es gar nicht glauben, Leute. Wir sind jetzt gerade noch im Hotelzimmer, Leute. Das zeige ich euch nachher. Hier ist aber so ein Monitor im Spiegel. Und der Vlog fängt an, indem mir Musti erstmal die Seiten wieder auf Ziffer macht. Und Eli landet auch heute Abend. Und Bro, wir sind dir wirklich unendlich dankbar. Ja, ich kann gar nicht oft genug sagen. Ja, Bro, natürlich! Er sagte noch mir? Ja, wem sonst? Und? Fresh geworden, Bro? Was sagst du? Ich seh's ja nicht. Kannst du gleich sehen. Okay, 10 von 10. Musti hat sich nochmal extra Mühe gegeben für Cristiano. Bro, der sieht aber meine Seiten und sagt, ey, bitte schneid auch nochmal für mich. Das wäre krass. Wir sind gestern Abend bereits in Riad gelandet und Eli ist, wie gesagt, auch schon auf dem Weg. Er hat nur 3 Stunden gepennt. Spanne alles an, fliege nach Riad. Ich habe vielleicht die Chance, Ronaldo zu treffen. Klar, Leute, es kann immer wieder was schief gehen, aber inshallah klappt alles. Wenn dieses Video online kommt, dann haben wir ihn getroffen. Und er ist eben in Budapest gelandet und von dort aus fliegt er dann hierher. Auch ich, Leute, ich werde maximal auch aufgeregt sein, auch wenn ich ein riesen Messi-Fan bin. Für mich sind beide die Goats, Leute. Der eine präferiert den mehr, der andere den. Aber, Digga, CR7 hat auch meine Jugend, meine Generation geprägt. Und ja, ich meine, der Mann hat 5-mal die Champions League gewonnen. 5-mal Ballon d'Or. Es gab so viele legendäre Momente. Die Europameisterschaft damals, wie er sich verletzt hat am Anfang vom Spiel, Tränen in den Augen hatte, wo die Vögel da auf seinen Kopf geflogen sind. Man hatte natürlich auch da als Messi-Fan Mitgefühl mit ihm. Und dann trotzdem hat er sich noch zusammengerissen und versucht fürs Team an der Seitenlinie da zu sein mit dem Coach und am Ende dann den Titel geholt. Und das sind alles so Sachen, die mir hier gerade in den Kopf schießen, aber man könnte da auch ewig drüber reden. Ich freue mich riesig. Ich bin echt gespannt, wie das für Eli sein wird. Für ihn ist es halt so wie für mich damals mit Messi, ne? Aber ja, maximal hyped, wirklich. Und natürlich gehört es dazu, dass man ab und zu mal einen Joke gemacht hat und die beiden verglichen hat bei der GOAT-Debatte. Aber ich glaube, selbst Messi oder Ronaldo, wenn die dann zu Hause saßen und gesehen haben, ah, der andere hat wieder 2-3 Mal getroffen, dann ärgern sie sich kurz und haben sich aber dann dadurch wieder angespornt. Aber am Ende des Tages haben sie trotzdem einen riesen Respekt voreinander. Und so sollte man auch als Zuschauer natürlich umgehen. Aber natürlich gehören manchmal so Sticheleien dazu, ne? Ich freue mich, Leute. Wahnsinn, es ist komplett surreal. Schreibt es mal bitte in die Kommentare, vor allem die Zuschauer, die zwischen 90 Baujahr sind und 2000, die dazu relaten können, weil ich glaube, die jüngeren Zuschauer haben das gar nicht mehr so im Kopf, was Ronaldo für ein Freistoßkönig war zu seinen Vintage-Man United-Zeiten und noch bei Real Madrid natürlich immer noch. Wer hat mindestens einmal mit seinen Kollegen auf dem Bolzplatz in seiner Jugend oder auch jetzt noch seinen berühmten Freistoßanlauf nachgemacht? Dann die Atmung zwischendurch nach unten. Und der Anlauf mit den Knuckleballs, der hat mindestens einmal versucht, seine Signature-Tricks zu imitieren. Mit dem berühmten Ronaldo-Chop, die schnellen Übersteiger. Ich glaube 99,9999% können das bestätigen. Und ja, wir müssen einfach unglaublich dankbar sein, dass wir diese Ära alle miterlebt haben. Und man muss noch jeden einzelnen Moment genießen, solange solche Spieler wie er noch aktiv gegen den Ball kicken. Wir laufen jetzt hier durch die Mall und sind auf der Suche nach einem Nike-Store, weil wir noch ein Portugal-Trikot kaufen wollen. Ich brauche auch noch neue Schuhe, Leute, weil ich habe nur meine Barca-Schuhe dabei. Damit will ich ihn auf jeden Fall nicht begrüßen. Es ist knapp 25 Grad. Ich habe gerade sofort den Pulli ausgezogen. Da bin ich das letzte Mal auch mit Maxi entlang spaziert. Und diesmal übernachten wir sogar hier in dem Hotel, wo ganz oben die Lücke ist. Ja. Ich kann es gar nicht abwarten, bis Eli dann landet. Okay, das sieht sehr vielversprechend aus. Der Nike Store hier ist riesig, da gibt es safe Portugal-Trikots. Im Best Case wollen wir alle für uns persönlich eins unterschreiben lassen von ihm. Und dann werden wir verlosen. Genau, und eins werden wir dann noch verlosen für euch alle zusammen. Oh yeah, also einer der sehe ich schon mal. Ah, Portugal wäre schon ein bisschen fresher. Wobei, das sieht eigentlich auch ziemlich geil aus, ne? Musti. Das andere, das was ich gekauft habe beim letzten Mal, das war auch so goldig, das Emblem. Das Gute ist, es gibt hier noch 3-4 andere Nike Stores in der Nähe. Das Treffen kam so spontan und von 0 auf 100, dass wir in Deutschland gar keinen neuen Trikot mehr besorgen konnten und wenn dann auch erst mit einer Woche Lieferzeit. So, wir fahren jetzt zum nächsten Shop. Ich hätte zu Hause auch noch ein Man United Trikot von ihm gehabt oder halt von Real oder so, aber das Beste ist halt, wenn wir ein aktuelles Trikot mitbringen, wo er halt spielt oder Nationalmannschaft. Das glaube ich immer am besten, am persönlichsten. Mhm. Hier sind überall solche wunderschönen Moscheen. Ich gönne mir hier Nudeln, Leute, mit Gemüse und Gambas. Musti, was hast du? Reis? Reis mit Gambas. Habibi, Emo ist auch am Start, Leute. Die Sneaker-Fans aus Düsseldorf könnten ihn vielleicht kennen. Ich habe gerade die Nudeln probiert. Die haben wirklich die perfekte Konsistenz zwischen weich und hart.
unnormal lecker. Die ganzen Malls hier sind so gigantisch, wieder mit so einer fetten Kuppel. Und sehr oft sieht man zwei Logos, dann noch das Arabische dazu. Da seht ihr auch nochmal die Skyline mit der Sonne gerade perfekt im Hintergrund. Wir sind jetzt hier angekommen vorm Al Nasser Store. Das ist der größte der ganzen Stadt. Da ist doch schon direkt die erste Ronaldo-Kuppe. Jerseys von der Mannschaft, Brozovic sehen wir, Trainingsklamotten. Da ist er, Cristiano. Sadio Mané. Das ist aber richtig groß, der Laden. Ich glaube sogar zweistöckig. Hier haben sie auch so ein Tor direkt hinter der Kasse, wo man zahlt. Und da ist das Mannschaftsbild. Oben rechts ist er. Krisch. So Leute, eins für euch, eins für mich. Diesmal aber toi 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 mit Unterschrift von Cristiano Ronaldo. Can you do for both with Ronaldo, please? Ronaldo, blue finish. No? Blue finish? Yeah. No. Yellow. Oh, just yellow? Yeah. Oh, okay, muss doch das Heimtrikot nehmen. Bro, die machen nicht blau, ne? Bro, das ist so krass, überleg mal, der ist schon jetzt länger da und es ist immer noch so schwer zu kriegen vor Ort. Ich habe das letzte Mal auch voll gestruggelt. How often do you print it a day, Ronaldo? Okay, yes. No, no, how often, like, how many times? 1000 times? Yes, all Ronaldo. Wir legen jetzt ganz kurz unsere Sachen oben im Hotel ab und dann holen wir Eli vom Airport ab. Viele werden es bestimmt erkennen von meinem Vlog, den ich vor ein paar Wochen hochgeladen habe. Hier ist der riesen Lobbybereich. Hier auch alles mit den Blumen. Klaviermusik läuft im Hintergrund. Das ist auch alles so voll cool beleuchtet. Da hinten sind wir dann eingecheckt und jetzt geht's hier zu den Aufzügen. Das ist jetzt alles neu. Musti, Habibi, warte. Das Hotel hier ist wirklich absolut Maximum. Das ist Four Seasons. Das ist eine sehr bekannte Kette und ich habe noch nie in einem übernachtet. Das ist das allererste Mal. Aber es ist ja auch ein sehr, sehr spezieller Anlass heute. Jetzt holen wir mal kurz noch die Roomtour nach. Man kommt hinein und überall ist hier direkt so eine richtig dezente, chillige Beleuchtung. Badezimmer. Das ist eigentlich schon fast wie so ein Whirlpool. Seht ihr, das ist so eine eckige, riesige Badewanne. Auch diese ganzen Armaturen von der Dusche, so voll robust und edel. Den Monitor habt ihr vorhin schon gesehen, der auch hier in dem Spiegel ist. Und mir ist was Lustiges passiert, Leute. Ihr müsst euch vorstellen, ich komme gestern Abend an und ich will meine Zähne putzen. Ne? Dann sehe ich diese zwei Tuben. Ich nehme die erste und lese so Strong Mint. Ah nee, kein Bock jetzt mit so einer Zahnpasta zu putzen. Nehme die andere, schau so, ja okay, das ist bestimmt neutral. Ich schmier's drauf. Ich schrub so circa 10 Sekunden und ich merke, Digga, das schäumt gar nicht richtig und es schmeckt auch so langsam richtig komisch. Dann gucke ich nochmal genau drauf und das war einfach eine Shaving Cream. Ich habe so gechoked und dann erstmal meinen Mund 10-mal ausgespült, bis der Geschmack weg war. Das hat Stunden gedauert. Carsten aka Elotrix, das ist damals einmal auch in Los Angeles passiert, ich glaube Body Lotion oder so, die so ein bisschen cremig war. Da hat Monte auch damals einen unnormalen Lachfleisch geschoben. Auch so Kleinigkeiten, dass hier in so einer fetten Lederbox ist einfach der Föhn drin. Und hier ist dann noch die Toilette, da ist auch noch so eine entspannte Lampe. Was haben wir hier noch? Safe. Okay. Dann haben wir hier so eine kleine Bar-Ecke. Da unten ist hier noch Minibar. Okay. Auf dem Bett habe ich auch wunderbar geschlafen. Und ich finde auch diese runde Lampe gibt eigentlich auch so ein richtig cooles Flair. Und ja, so, jetzt ist schon heller. Auch überall diese indirekte Beleuchtung. Also wirklich ein sehr, sehr cool Room Service ruft man auch mit dem iPad. Man kann auch den Fernseher von da steuern. Das zeige ich euch nochmal ganz kurz die Aussicht bei Nacht. Und dann geht's zu Eli. Ui, 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 ui. Richtig nice. Der neue 7er schaut schon anders geil aus. Die ganzen riesigen SUVs wieder, GMCs, Escalades, überall, soweit das Auge reicht. Das Ding da oben ändert aber auch die ganze die Farbe. Es war doch vorhin lila, oder? Jetzt geht's wieder 40 Minuten zum Flughafen. Ich freue mich dann schon, wenn alles durch ist. Ich werde dann sofort auf das Bild mit Ronaldo oben neben das mit Messi in meinem Insta-Account anpinnen. Dann sind quasi beide Goats nebeneinander. Ich realisiere das immer noch nicht, dass sie ihn treffen werden. Einfach beide dann getroffen, Leute. Arrivals. Okay. Eli muss da vorne sein. Salam alaikum, Eli. Warte, komm. Bei dem Mann. Also bei ihm. Der hat alles gesortet, Bro. Was geht ab, ne? Tot, ne? Wie viel? Bruder, es lohnt sich. Ich wusste bis gestern nicht, ob ich heute hier ankomme, ne? Weil ich die ganze Zeit München nicht gemacht habe. Ja, ich weiß. Eli, Aufregung bis jetzt von 1 bis 10? 9. Aber jetzt schon 9? Okay. Also ich konnte nicht schlafen im Flieger. Ich glaube, heute werden wir kaum schlafen können, weil wir treffen die Leute voraussichtlich morgen früh mittags. Ich glaube, heute wird ja, schwierig, ein Auge zuzudrücken, wenn man so voll unter Strom schon ist. Mit Uber. Wir fahren jetzt zu Nusret. Wir gehen direkt Nusret. Ja, ja, ja. Du hast doch Hunger. Ist egal, ja. Ja, Bro, Digga, alles kein Problem. Musst du heute die ganze Zeit mit kurzer Hose rumlaufen. Eli, hast du Ronaldo-Tüte dabei? Nein, Digga. Ich hab eins gekauft für dich. Hast du eins? Ich hab's auch an dich gedacht. Welche von Portugal? Ja. Nein, wir haben eine ganze Stadt gesucht. Gab du Al Nasser? Ja, gab Al Nasser. Ja, aber ich werd's. Al Nasser auch nur das Gelbe. Ja, nicht. Na egal, scheiß drauf. Dieses Schwarz ist ganz geil, dieses dunkelblaue.
Aber ich werde auf alles, ich werde auf meine Klamotten, ich versuche auf... Oh, Handy, er soll auf Arm unterschreiben. Auf Arm, dann Tattoo, mach Tattoo, Bro. Nein, das mach ich nicht. Tattoo mach ich nicht, aber ich werde auf jeden Fall ein paar Sachen unterschreiben lassen. Ich weiß aber nicht, wie ich mit ihm reden soll. Wir wissen halt nicht, wie er so drauf ist. Ja, weißt du, wie schlecht mein Englisch geworden ist? Das ist nicht mehr normal. Ich glaube, ich werde mit ihm Spanisch sprechen, weil mit Georgina spricht er auch mal Spanisch. Ja, Spanisch ist Englisch. Das Ding ist, wir wissen halt nicht, Leute, es ist halt immer aus der Tagesform abhängig, was der Vater von Laune, so kriegen wir eine Minute, kriegen wir fünf Minuten, so. Oder wenn er mir fünf Minuten gibt, dann werde ich da ons, da werde ich mir da hungrig, wenn mir da rauf ein fünf Minuten wäre krank. Ich heiße mal auf Messi und Ronaldo, mir geht es wirklich darum, ich sage, ich wäre nicht da, wo ich bin, ohne ihn. Einfach nur vom Mindset her. Weil ich bin ganz viel bei ihm so... Ich weiß, was du meinst. Weißt du, was ich meine? Der motiviert mich, obwohl ich überhaupt nichts mit Fußball am Hut habe, Fußball, also mit Fußball spielen. Aber so wie der denkt, da habe ich mir mal gedacht, so... Der hat mich irgendwie motiviert, weißt du? Ich kann das absolut verstehen. Das ist verstehen, komisch, ja. Schwierig zu erklären, aber... Für dich ist halt so, mit mir nicht... Nee, ich glaube, bei dir ist nochmal krasser. Aber nein, aber ich, Bro, auch ich als Messi-Ultra, ich freue mich riesig, Digga. Weißt du, beide haben so unsere Ära geprägt. Der hat so viele Sachen gemacht, abseits vom Platz. Wo ich sage, das fand ich cool. Ja, gab wahrscheinlich auch ein paar coole Sachen, die nicht so cool waren, oder der ist nicht immer so. Aber wie der so drauf ist, wie der denkt, nur von seiner Einstellung her. Kein Mensch ist perfekt, so, Bro. Yes. Planänderung, wir gehen jetzt doch wieder ins Aceb-Restaurant, wo ich die letzten Male war, essen. Weil in Nusret war ich einfach menschenleer, da war nicht ein einziger anderer Gast. Ja, das ist mein Call, Eli, vertrau mir. Das ist dein Call, 10 von 10 Call. Ich bin jetzt live dabei. 11 von 10. Wir warten gerade, bis wir einen Platz bekommen. Ihr glaubt gar nicht, was heute alles hinter den Kulissen passiert ist. Ich kann nicht mehr. Ich habe ja am Anfang des Videos gesagt, es ging über mehrere Ecken und so, Leute. Ich kann nicht alles verraten, ne? Aber das können wir zeigen. Sadio Mané hat geschrieben, Question, do you know our training? Hi Musti, I'm fine, I hope you too. Klein, ja. Mané, Ehrenmann, Alter. Danke, wenn du das siehst. Antwort ihm direkt antworten. Ohne dieses 5 Minuten warten. Direkt schreiben. Ja, er hat mir 4 Stunden später. Egal, wir dribbeln. Ich schreibe ihm. Bruder, was soll ich mit meinem kaputten Englisch? Ach so, ich muss machen. Ja, also, ich habe vorhin auch schon auf Englisch mit ihm geschrieben. Musti, schaut. Okay, warte, ich schreibe wieder, ja. Musti telefoniert gerade Leute mit Sadio. Ich muss vielleicht gleich einspringen, mit Englisch helfen. Bis jetzt kommt er zurecht. Es kracht. Der schickt mir gleich die Nummer von seinem Kollegen. Ey, ich bin zittrig, Eli. Ich soll ihm gleich schreiben, damit wir morgen ausmachen. Wir wollen es erkennen. Bevor wir dahin fahren. Ja. Weil wenn er beim Training ist, hat er sein Handy nicht dabei. Er kann sein Handy nicht dabei haben. Und weil du musst da durch mehrere Stationen durch, damit du da rein kannst. Und er kann uns dann da reinbringen, der Kollege von mir. Und er versteht ein bisschen Deutsch. Okay. Also der Lachs ist gelutscht, oder wie sagt man? Der Drops ist gelutscht. Gönnt euch mal dieses Festmahl. Ich habe wieder Roasted Chicken bestellt. Und das Geile an saudi-arabischer Küche ist immer, dass alles so richtig geil gewürzt ist. Eli ist der Tester mit 2 verschiedenen Getränken. Mir wird nicht einfach so 10 von 10. Ja, Bro. Er wartet noch mit seinem Feedback. Hier ist Hummus, Leute, damit wir das Brot da schön eintupfen können. Die Jungs gönnen sich Lammfleisch. Musti, das ist du. Salat erstmal. Was ist das? Weiß ich nicht. Aber wird schon gut schmecken. Hier sind auch noch ganz viele Soßen. Aber die sind übrigens sehr scharf, Eli, die Soßen. Pass auf. Das Rote ist sehr scharf. Eli, bist du mit Urus gekommen oder was? Gelb ist nicht mehr in der Farbe. Wir fahren jetzt wieder ins Hotel zurück, Leute. Und gehen schlafen, wenn wir überhaupt schlafen können. Und morgen ist dann der große Tag. Wir sehen uns. Doch noch kleine Planänderung. Wir gehen jetzt noch ganz kurz in eine Bar, Leute. Und lassen den Abend ausklingen. Und dann aber wirklich schlafen. Eli muss ins Restaurant, in die Bar, überall hin, mit seinem Koffer schleppen. Bro, mit 2 Stunden Schlaf bei dem Mann ist alles over. Wie sieht das hier schon wieder aus, alles? Alter, 4-stöckige Shisha-Bar, oder was? Du hast jetzt meinen Koffer einfach da unten stehen. Uiuiui, was eine Location. Vorne auch so eine riesen Leinwand. Oh, da könnte man schon entspannt auf Fußball gucken. Ja, ja. Aber es ist brutal kalt, ne? Ich muss ans Feuer. Decke? Decke. Eli hat sich marokkanischen Tee bestellt. Auf seine Empfehlung. Genau, Musti meinte, der ist Armageddon. Ich werde sie von allen Seiten rasieren, ne? Du hast gar getrunken, meinst du war nicht lecker? Ist nicht gut, oder was? Er hat schon probiert. Eli, du musst richtig von oben reingießen, weißt du, so richtig hoch die Kanne nehmen. Ja, ja. Deswegen, oh, hör, Eli, hör, ja. Mann, ich will richtig verarschen. Jetzt
Belast oder was? Oder der schmeckt einfach nach nichts. Oder ganz bisschen. Eli gönnt sich noch einen Cheesecake. Und noch einen riesen Obstteller. Mashallah. Gut? Ja. 10 von 10. Wirklich gut. Geil. Es kracht, Leute. Es ist 3.35 Uhr. Ich muss in 4,5 Stunden aufstehen und ich bin so aufgedreht, ich kann einfach immer noch nicht pennen. Ich bin gerade hier mit Tone am FaceTime. Und ganz kurzer Funfact, das ist Tone gerade eingefallen. Leute, ich bin auch stolzer Besitzer, zusammen mit Tone und unser Manager zu dritt haben wir diese Card damals gekauft. Und die gibt es nur einmal auf der Welt, auch dieses Vintage Man United, auch dieses Vintage Man United Design. Das müsste, glaube ich, seine erste Ballon d'Or Season gewesen sein. Und eine Unterschrift, also diese Karte gibt es nur ein einziges Mal auf der Welt. Drückst du uns die Daumen, das klappt? Ja, ich hoffe, die Reise hat sich gelohnt und ich wünsche euch viel Spaß mit Ronaldo, das ist geisteskrank. Danke, Bro. Guten Morgen, Musti hat mir gerade eben diese Schuhe gebracht, Leute. Was sind das, so Travis-Schuhe oder was? Ich kenne mich gar nicht aus. Ach ja, das wegen umgedrehten Zuschlogo. Okay, cool. Das ist mein Outfit dann gleich. Es wird zwar gleich bestimmt 25 Grad draußen, die Sonne scheint auch schon, aber ich muss auf jeden Fall mit langärmeligen Pulli gehen, Leute. Nicht, dass er irgendwie mein Tattoo sieht oder so. Das wäre suboptimal. Wir haben jetzt hier einen Uber-Fahrer organisiert, Leute, und gestern mit ihm Nummern ausgetauscht. Und er wird jetzt für uns 5 Stunden am Stück da sein. Quasi wie so ein Chauffeur, damit wir komplett auf Nummer sicher gehen, dass jetzt nicht irgendwas choked. Wie viele Stunden hast du geschlafen nochmal? 5, 6, aber ich bin automatisch aufgestanden, ohne Wecker, so um 6, also diese Zeit 6 Uhr morgen. Hier ist 2 Stunden später, Leute, übrigens, also 6 Uhr ist in Deutschland 4 Uhr. Ja, aber nicht, weil einfach so, weil ich nicht schlafen konnte, weißt du? Ach so, ja, also bei mir steigt die Nervosität schon auch sehr. Ich hatte auch vom Schlafen so leichtes Herzpochen, also ich habe so mein eigenes Herz gehört, weil die ganze Situation, man ist einfach aufgeregt. Ich muss mich so 10 Minuten voll beruhigen. Ich bin um 5 Uhr, Leute, erst eingeschlafen. Also ich habe 3 Stunden Intus, aber scheißegal. Wir sind ungewiss nach Saudi-Arabien geflogen, um eventuell eine Minute mit Christian zu bekommen und wir wissen nicht, ob das funktioniert. Das ist jetzt das Ding. Es kommt natürlich auch auf die Tageslaune und so an. Ja, ja, ja. Es kann sein, Leute, dass wir 20 Sekunden mit ihm bekommen und einmal nur ganz schnell zack, 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 Bilder. Mir aber reichen, ja, normal, schon. Natürlich. So bin ich auch bei Messi reingegangen. Und alles drüber hinaus ist Bonus. Wenn wir auf einmal 3 Minuten bekommen, weil er Musti erkennt und sagt, ey, Musti, Habibi, you cut my hair, go some years, I like your hair. I like your hair. Ah, nein. Das Trainingszentrum von denen, Leute, liegt am Stadtrand. Wir müssen jetzt erstmal eine halbe Stunde hinfahren. Da ist es, Leute. Sieht aus wie so ein Einkaufszentrum von außen. So. Okay, wir sind eine Stunde aber zu früh da, Leute. Wir werden jetzt gleich noch warten müssen. Es schießen einem gerade so viele Gedanken durch den Kopf, ich sag's euch. Die ganzen epischen Klassikos kommen mir in den Sinn. Da war ich so 13 Jahre alt, 14. Mourinho gegen Pep Guardiola, Ronaldo versus Messi. Ja, jetzt stehen wir hier, 2024. Und man wird ihn hoffentlich gleich ein, zwei Minütchen treffen. Eli muss das jetzt auch in Ruhe erstmal realisieren, aber das schafft man fast gar nicht, Leute. Das ist so schwer. Wir werden jetzt auch erstmal reingehen, Leute, ohne Kamera natürlich. Alles abklären und dann auch Cristiano erstmal fragen, hey, ist es okay, wenn wir den Moment auch aufnehmen, wie wir mit dir sind? Und nicht einfach sofort natürlich Kamera rein halt. Und wenn er sagt, hey, ja klar, ist gar kein Problem. Und wenn er sagt, nee, bitte nur Foto, dann ist es halt so. Aber dann muss man darüber auch schon ultra dankbar sein. Daumen drücken, ganz, ganz wichtig. Da ist gerade Mitarbeiter rausgegangen, die Tür war gerade eben noch zu. Ich bin so verstockt aus, ne? Aber es ist mir egal. Ich bin auch. Monte schreibt gerade sogar, drück die Daumen, Bro. Viel Erfolg dir und Eli. Kuss, Monte. Danke. Wird schon. Leute, wir sind in den Offices von Al-Nassr im Trainingszentrum. Mein Herz pocht. Er müsste jetzt jeden Moment kommen. Das nächste Szene. Und ich muss auch noch hier mit ihm gleich Spanisch reden, Digga, weil die Jungs nicht joken mit der Sprache. Okay. Ich krieg das hin. Alles gut, alles gut. Status-Update, Leute. Wir sind jetzt hier auf den Couches. Seitdem wir angekommen sind, sind über 3 Stunden vergangen. Es gibt viele Komplikationen, weil es irgendwie auch Misskommunikation gab. Es sind irgendwie noch 2 weitere Kollegen da und Ronaldo wurde gesagt, dass wir zu dritt kommen, aber dann waren wir zu 6 da. Irgendwo hat es gehapert. Musti ist gerade alleine weg und versucht es zu regeln. Und Securities und so machen auch Faxen. Also wir sind hier schon drin, wir sind so kurz davor, um 10 Sekunden mit ihm zu bekommen. Man merkt halt, das ist halt absolutes Endlevel. Es ist so schwer, Leute. Das ist so stressig. Wow. Ich hoffe es am meisten natürlich für Eli, Leute. Musti ist da. Ja, es ist gerade schwierig, die richtigen Worte zu finden. Wie kannst du lachen, Bro? Also Eli tut mir gerade am allermeisten leid. Musti tut mir auch am allermeisten leid, weil
er das halt für uns so gemacht hat. Ja, ich kann euch nicht alles genau verraten, Freunde, aber auf jeden Fall, wie schon eben gesagt, gab es Misskommunikation und Cristiano hat dann gesagt, hey, er macht jetzt erstmal nur mit Musti. Musti war drin, er hat ein Bild bekommen mit Krisch. Hier seht ihr sogar nochmal der Proof. Und Musti meinte sogar zu ihm, hey, du brauchst gar nicht mit mir Bild machen, mach bitte einfach mit meinen Freunden. Und ja, aber es gibt noch Hoffnung, denn morgen spielt Al-Nassr gegen den Tabellenletzten. Und wir wurden jetzt eingeladen. Es gibt drei Spieler, die eine Loge haben bei Al-Nassr, eine eigene Skybox. Einmal Laporte, Sadio Mané und Cristiano Ronaldo. Und wir können morgen ins Stadionspiel gucken. Und der Teammanager weiß jetzt auch schon Bescheid von Sadio, dass wir zwei nach dem Spiel nach unten dürfen und können das Bild mit Ronaldo nachholen, weil der jetzt halt schon weg wollte. Und das heißt, Leute, wir werden aller Voraussicht nach morgen noch einen zweiten Try bekommen und dann gibt es vielleicht noch ein Happy End. Ja, ist gerade echt eine Gefühlsachterbahn. Ich wusste aber, was soll ich sagen, wo ich wusste, dass over ist? Als ganz so nach der ersten halben Stunde wir rausgehen wollten und dann hat er auf Musti gezeigt und meinte, no, only him. Also nicht mal... Irgendwo nicht. Im Hintergrund, irgendwo falsch durchgesickert. Ja. Auf jeden Fall müssen wir jetzt eine Nacht länger hier bleiben und ja, Leute, ich nehme euch weiter mit auf unsere Mission. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Sadio Mané, Leute, konnten wir aber treffen und mit ihm Bild machen. Er war unglaublich herzlich, er hat sich auch voll entschuldigt, dass es jetzt ganz so unglücklich verlaufen ist. Er hat uns am Ende noch alle umarmt und er war richtig, richtig korrekt. Ich bin sehr am Laufen. Okay, wir sind wieder zurück beim Hotel. Wir müssen uns jetzt erstmal akklimatisieren. Ich glaube, wir haben alle jetzt Muskeln und sowas ohne mal Kopfschmerzen bekommen. War eine kurze Nacht. Das Problem ist, Leute, selbst wenn wir morgen dann noch die Chance haben, es ist halt trotzdem ungewiss. Wir konnten nicht näher rankommen als da und trotzdem hat es nicht geklappt. Man kann nur optimistisch bleiben und das nochmal probieren. Aber klar, Eli kann jetzt auch nicht alle Verpflichtungen und Streams und sehr, sehr viel zu tun. Jetzt nochmal, also jetzt hier 2 Wochen bleiben, ne? Irgendwann muss man loslassen. Oh Bro, ich habe noch nichts gegessen. Es ist irgendwie 15 Uhr. Nicht ein Krümel, Leute. Erste Mahlzeit jetzt mit einer Dattel. Der arme Mann. Er tut mir echt am allermeisten leid. Wir haben so viele Trikots gekauft, Leute waren so übermotiviert. Eins wurde aber unterschrieben, das von Musti, aber jetzt auch nicht irgendwie mit Namenswidmung oder so. Sadio hat die anderen Trikots mitgenommen und er wird die dann beim Training von Chris unterschreiben lassen. Und dann kriegen wir das irgendwann per Post versendet. Aber klar, man möchte natürlich persönlich dabei sein und das Trikot selber halten, während er draufschreibt. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden, Leute, wir müssen jetzt erstmal klarkommen, aber... wird schon. Vor allem der Sadio hat sich anmerken lassen, dass er voll das schlechte Gewissen hatte und wir meinten die ganze Zeit zu ihm so, hey, Bro, it's not your fault und so, it can happen. Und er so, ja, aber trotzdem sorry und so und maybe tomorrow. Vielleicht soll es auch so sein und es ist Schicksal und es wird dann im Stadion noch cooler am Ende des Tages. Eli, ich bin so im Disbelief. Ich glaub's einfach nicht. Wir waren da, Leute, in dem Gang. Das ist wirklich 20 Meter entfernt und wir durften einfach nicht weiter. Diese Securities dort haben so ein Auge gelegt. Hier sind solche Hotdogs, Leute, die sehen aber ziemlich nice aus. Dann so ganz viele Mini-Burger. Wir haben so viel Frustessen bestellt. Hier noch überall solche kleinen Shawarma-Stückchen, X-Soßen, Pommes. Was ist noch? Hummus. Guten Appetit, Eli, trotzdem. Du fragst mich, ob ich gebrochen bin auch. Sehr hart. Also. Schon, aber... Ich glaube nicht so sehr wie du, aber auch ich habe mich halt krass gefreut. Aber ja, müssen jetzt gucken, Leute. Das Allerbelastendste ist, dass Ronaldo nach seiner Geste jetzt anscheinend wirklich gesperrt wurde. Gestern wurde uns aber noch gesagt, dass er trotzdem am Donnerstag spielen wird und dass sie irgendwie die Sperre schieben werden, Leute. Also das Timing, es ist gerade, du kannst eigentlich fast nicht mehr Unglück haben. Und er war trotzdem ja beim Abschlusstraining dabei vorhin. Wir waren 20 Meter von ihm entfernt und dann hat es nicht geklappt. Also ich weiß gar nicht, was er mir sagen soll, wirklich. Die Medien schreiben das, Sadio meinte zu uns, yo, kommt morgen vorbei und am Spiel kriegt ihr noch ein Foto. Aber klar, 100% kann man auch da einem nichts garantieren, kann immer noch irgendwas passieren. Oh, man muss weiter probieren, ne? Wer nicht probiert, der wird es auch nicht nie erreichen. Ne? 10 von 10, Bro. Ist lecker? Wir chillen jetzt ein wenig, Leute, und warten, bis wir ja, neue Informationen bekommen, neue Nachrichten. Ja, Bro, wie willst du sowas auch verarbeiten in 3 Stunden? Ja, ich werde jetzt vielleicht gleich nach unten gehen, ins Bar ein wenig. Eine Runde schwimmen und dann schauen wir weiter. Eli, sein Hintergrundbild, richtig süß. Vom Eli Geller Cup. Oh, da Leute mit blonden Haaren. Da bin ich. Eli. Das war auch geil. Sydney. War alles zu dingsam, wo alles dunkel war und dann mit den Lichtern. Mit den Taschenlampen von den Handys, gell? Und dann Messi-Ronaldo-Vergleich. Ja, schon. Wer hat den gewonnen? Das wissen wir beide. Nein. Leute, nächster Tag. Es sind über...
24 Stunden her, seitdem ich eine letzte Sequenz aufgenommen habe für den Vlog, was im Hintergrund da wieder alles passiert ist. Wir sind jetzt beide noch auf uns alleine gestellt. Bei uns wurde gesagt, es ist besser, wenn ihr zu zweit kommt. Er musste jetzt mit seinem Kollegen nach Mekka geflogen, noch wegen privaten Gründen. Und Al-Nassr spielt gleich in 2 Stunden. Keiner weiß, wie wir es machen. Wir fahren da auf Verdacht hin. Ronaldo ist gesperrt. Gestern war er noch nicht gesperrt. Das war, stand im Raum. Und selbst die Leute. Selbst die Vereinsmitarbeiter und ja, so wussten, die wussten es nicht. Die haben, wussten es und haben es noch nicht öffentlich gemacht. Ja, meine Mutter. Er wird morgen nicht spielen. Er hat eine Spielsperre. Und das erschwert alles. Weil Mané meinte zu uns, dass wir eventuell nach dem Spiel runter zu den Katakomben können und dann sagt man, nee, zu Ronaldo, hier, mach mal hier schnell ein Bild mit den beiden. Ja. Aber jetzt ist er oben. Sadio hat aber gestern vor unseren Augen zum Teammanager gesagt, these two, tomorrow, Ronaldo picture. So. Und ja, dann meinte der Betreuer von Sadio, yo, kommst in die Mané-Loge. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es gibt 3 Spieler-Skyboxes im Stadion. Einmal von Laporte, einmal von Cristiano Ronaldo und von Mané. Es kann sein, Leute, dass wir gleich jetzt werden im Spiel. Inshallah, dass Ronaldo auch jetzt wirklich als Zuschauer kommt, weil das ist nämlich auch noch heftig auf der Kippe. Kann ja auch irgendwie passieren, dass auf einmal Durchfall hat und zu Hause bleibt. ja, dass wir dann so rüber gucken und dann sitzt er so 7 Meter neben uns. Sag mal den Schlimmsten, Bro. Und die Frage ist, wir gehen dahin. Vor dem Anpfiff, Halbzeit, nach dem Spiel, wann ist der beste Stell Moment? Stell mal vor, wir gehen dahin, wir sind direkt neben ihm und wir treffen ihn und der Teammanager sagt dann auch, erinnert sich an uns, weil gestern sah es nicht so, also das war die Antwort vom Teammanager. Stell dir vor, kommt, dann fragt er ihn und dann sagt Ronaldo, weil er schlecht gelaunt ist, weil er gesperrt ist oder keinen Bock hat oder so, no, no. Georgina hat gestern Abend ein Bild gepostet, dass sie mit Cristiano Junior und mit den 3 anderen Kindern einen Ausflug machen und Chris ist nicht im Flugzeug. Hier, das war erstmal gestern im Training, da hat er auch noch gelacht, Mann, und hier noch heute im Gym, das ist bei ihm zu Hause, Bro. Der hat an seinem spielfreien Tag trotzdem wieder Gym gemacht. Der wird safe denken, so, ja, ich mache jetzt hier noch eine Gym-Einheit, dann lass ich einen Baum hin und dann gehe ich halt zum Spiel schauen. Der hat safe irgendwelche Vertragsklauseln, der wird schon da sein, Bro. Also der größte Bruch wäre wirklich, wenn wir vor ihm stehen, 1 Meter vorher. Wir werden dann natürlich auch nicht filmen, Leute, wir wollen einfach nur dieses Bild in der Tasche haben. Oder wir müssen gucken, vielleicht dribbeln. Und er dann uns anguckt, in die Augen schaut und sagt, no, 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 das war halt. Wir sind jetzt vorm Al-Nassr-Stadion, die spielen heute übrigens gegen den Tabellenletzten. Eigentlich lief alles optimal, Leute. Ronaldo hat am Wochenende getroffen, hatte gute Laune. Dann kam diese Geste. Trotzdem wurde uns aber gesagt, hey, nee, das sind nur die Medien, der wird spielen. Dann kam jetzt doch gestern doch die Meldemitteilung, dass er nicht für 2 Spiele gesperrt wird, sondern nur für 1. Und das ist gegen das. Und stell euch vor, jetzt hier gegen den Tabellenletzten, der hätte safe nochmal 1, 2 Tore geschossen, hätte gute Laune gehabt. Dann wären wir nach unten geholt worden von Sadio Mané zu den Katakomben. Und dann passt. Aber so wissen wir es nicht. Scheiße, vielleicht ist er nicht so gut drauf wegen der Sperre. Ob er jetzt überhaupt als Zuschauer kommt, es ist... Boah. Das sind schon die ersten Ronaldos. Eli, was glaubst du? Chancen? Prozentual? 20-80. 20 für uns? Ja. Boah. Was sagst du? Wenn er da ist, wo in der Loge nebenan ist, 80-20, sag ich. Ich sag genau umgekehrt. Bruder, wie soll das gehen? Wir haben keine Connection. Wir hatten... Gestern hatten wir Mané und heute hätten wir Mané, wenn er nicht gesperrt wäre. Jetzt ist es nur Teammanager und der Betreuer. Also, die haben doch keinen Einfluss auf Ronaldo. So ein Mané vielleicht. Ja, er entscheidet selber, Bro. Ja, ja, ich weiß, aber so ein Sadio hätte, wenn Sadio sagt, ey, nach dem Spiel, mach mal schnell ein Bild mit den beiden, gehörst du mir? Ich glaube, er sagt das dem, Bro, in der Kabine. Nee, ach so. Ja, stimmt, er spielt ja nicht. Er spielt doch nicht. Wir haben ja das Manager. Weißt du, was das hat's raus, ja, ja. Ein Spiel, Montag ist es wichtig, wir haben da asiatische Champions League und da spielt er ja wieder so. Wir werden das auch ohne ihn, aber ja, ich weiß, er will gestern, immer seine Quote und mehr Tore, ich weiß, er ist krass ehrgeizig. Gestern hatten wir die Chance über Connections, aber es war ein Missverständnis. So, heute hätten wir die Chance über Connections, wenn er gespielt hätte. Wie so 2 Fanboys, genau. Die aber in der Mané-Loge sitzen. Jetzt sind es Fanboys. Jetzt ist so, jetzt brauchen wir ganz, jetzt ist einfach Glück. Vielleicht soll es auch so sein, Leute, das Schicksal entscheidet. Ey, das war der von gestern. Ja. Wir haben dich schon am Trainingszentrum campen sehen, Digga. Der ist hier überall. Ich hab von der geht heute auch wieder. Eli, das ist sogar Mediaeingang, Bro. Das ist der absolute VIP-Eingang jetzt hier. Das letzte Mal war ich bei einem ganz anderen Eingang, Leute, wo hier Klassiko war. Hier war das Supercup von Spanien. Ja, ja, ja. Leute, Executive Suites. Thank you. Puh, wir sind jetzt im Aufzug, Leute. 3. Etage, da sind die Spielerlogen. Es gibt nur 3. Eli, wir sind wieder so nah dran, ne? Weißt du, was auch typisch wäre, wenn wir Pech hätten, wenn hier Ronaldo in Loge ist, hier Laporte und hier Mané. Oh nein, bitte mach kein Auge. Nein. Ich weiß, was du meinst, ja. Wir müssen direkt daneben. Das ist unsere Skybox. Hier sind ein paar Getränke, 4 Sessel. Man kann ins Stadion reinschauen, man kann hier auch nebenbei gucken. Eli, der wird hier links daneben sein, Bro. Er wird hier irgendwo... Wir können gleich rausgucken. Aber ich guck mal gucken. Wenn der da oder da ist, dann fresse ich einen Besen, Bro. Dann treffen wir ihn safe irgendwo hier beim Gang. Aber das findest du nicht?
Vielleicht ist mal mit Allianz Arena lieber. Also der Gang hier. Weißt du, ich meine? Ich glaube nicht, dass er hier sitzen wird. Also wirklich nochmal ein riesen Danke an Sadio. Ey. Das ist, er ist so ein Ehrenmann, Leute. Er war so nett und hat alles probiert, dass wir noch rankommen, obwohl er nicht mal im Kader steht. Aber jetzt müssen wir hoffen, dass ja, er zum Zuschauen kommt, der gute Ronaldo. Lass mal gucken, ja? Ja, und dann sitzen wir da irgendwo, Eli. Und im Bestfall sitzt er halt da. Ich schwöre. Und dann? Ja. Kommt man zu ihm rüber? Nein. Also, nein. Schau. Oder? Da sind doch keine Absperrungen. Doch, da ist eine Absperrung. Ist da eine Absperrung? Aber Bro, schau mal, ich mach jetzt nach Eli, wenn da jetzt Cristiano sitzt, ne? Und ich so, Chris, como estás? Dios bendiga. Podemos hacer una foto, porfa. Er sagt, fuck you, Manzana, er will das Spiel. Ja, ja, dann haben wir es probiert. Dann müssen wir in den Katakomben später nochmal. Jetzt müssen wir es probieren. Das ist wirklich schon ein Spiel. Nein. Echt jetzt? Ja. Das ist seine Loge. Eli, wir werden ihn treffen. Bro, es wird jetzt klappen. Da ist ein Bild von Ronaldo drin. Er wird hier sein, Bro. Er wird hier sitzen. Wir werden das ganze Spiel lang 10 Meter an ihm sitzen. Bro, aber wir können ja nicht während dem Spiel die ganze Zeit so filmen. Stell dir vor, das ist ja unnormal cringe, gell? Oh, die Hoffnung ist da. Sie ist da. Scheiße, ohne Hoffnung kannst du kein Tor. Die Frage ist nur, wann ist der beste Moment? Vorm Spiel, Halbzeit oder am Ende? Ich probiere alles. Dreimal. Ja gut, und David dann... Ey, Eli, nein. Eli, ich hab kurz Skepsis. Schau mal, da sitzt doch selbst der Präsident. Nicht, dass er neben dem Präsidenten sitzt. Aber dann kommt er schon in die Gänge. Das ist ja der gleiche Gang. Alter, ist die Mucke auf einmal laut. Und neben dem Präsidenten oder so. Oder chillt er hier heute? Ich habe keine Ahnung. Weil da hat er natürlich noch mehr Ruhe. Da ist die Scheibe noch größer und höher. Es gibt wieder Komplikationen, Leute. Wir haben jetzt gerade eben erfahren, dass die Loge neben uns ist nicht die von Cristiano Ronaldo. Auch wenn da ein Bild von ihm hängt. Wir waren etwas zu overhyped. Sondern, wie schon meine Vermutung war, dieser riesige Bereich in der Mitte, wo er noch mehr abgeschottet ist, da ist nämlich immer Cristiano. Aber er sitzt da nicht. Ja, okay, aber er wird da nicht sitzen. Und wahrscheinlich hat er die noch so für Freunde oder so. Er wird auf jeden Fall da in der Mitte sitzen. Da, wo auch immer die ganzen Vereinsinhaber, Chefs sind und so. Und die teilen sich diesen riesigen Bereich. Wahrscheinlich kann ich noch jetzt sagen. Jetzt ist es richtig schwer. Wir müssen jetzt, der eine Teammanager zu uns gestern meinte so, ja, ihr kriegt morgen ein Foto, den müssen wir jetzt irgendwie finden. Und der muss dann mit 2, 3 anderen Securities reden. Und dann für Nachricht hätte er gespielt, hätten wir das mehr bekommen. Weil dann wären wir mitten nach unten gegangen zu den Katakomben. Dass er nicht spielt, hat alles nochmal schwerer gemacht. Aber es wird, Leute, wir haben geträumt davon, dass wir vielleicht ein paar Minuten bekommen, weil wir dachten, okay, er kennt dann Musti, hat den ja auch erkannt. Und dann vielleicht bleibt er auch ein paar, so, weil er so drauf ist. Die anderen haben 2 Minuten gegangen. Ja. Also wir hätten 2 Minuten gegangen. Aber jetzt wird es auf jeden Fall so eine Millisekunde nochmal. Jetzt ist ein, nur Foto, zack, ja. Aber egal, das reicht ja. Am Ende des Tages sieht es trotzdem. Ich will den nur mal anfassen. Riechst du auch an ihm? Also, man nähert gut. Kann man falsch verstehen. Man nähert gut gerochen gestern, oder? Kam frisch geduscht, so ein heißes Parfüm. Es war so gerochen. Wird jetzt doch noch so ein halber Stadion-Vlog. Da ist die Gästemannschaft zum Aufwärmen. Und hier Al-Nasser, Sadio Mané, der Ehrenmann, Talisca. Alle dabei, Leute. Telles, Brozovic. Nur Cristiano fehlt, Mann. Kurz vor Anpfiff kommt er dann bestimmt raus. It's Arabic coffee or what? Yes? Nice. Die Kanne wieder so hochhält. Ah, das ist der gleiche, den man in den Restaurants bekommt. Der soll jetzt Glück bringen, Digga, der Schluck. Und die Spieler kommen jetzt raus. Ein paar Feuerwerkskörper gezündet. Da vorne Flammen. Ronaldo immer noch nicht da, Leute. Ey, bitte kommt da gleich. Das wäre jetzt wirklich der Vollbruch. Aber medial stand eigentlich, die haben auch Zuschauer geschrieben, ne? Er soll im Stadion sein. Und da sind sie. Mané, als allerletzter. Danke, Brudi. Danke für den Einsatz. Das kann doch nicht sein, Leute. Das muss seine Loge sein. Das ist die einzige, wo so ein riesen Ronaldo-Bild drinnen ist. Aber die ist halt komplett leer heute. Ah, Ronaldo, auf dem Bild. Bro, er sitzt da schon. Eli. Er ist da. Ich habe ihn auf den Fernsehkameras gesehen. Ich habe das, glaube ich, aufgenommen. Er ist da? Wo ist er? Ja, aber er sitzt da vorne, ne? Sitzt er in der Mitte? Hä, er ist da, Leute. Warte. Ah, Eli, ich sehe ihn. Ganz hinten im Eck. Er sitzt nicht in der Mitte. Da ist er. Ich habe ihn auf Kamera. Eli. Das ist er. Leute, wir sehen ihn jetzt endlich wenigstens. Er ist da. Nein, das ist er nicht. Nein. Er ist da oben. Nein, aber wo ist er? Er ist da oben. Nach dem Spiel, Leute, anscheinend sollen wir hin. Nach dem Spiel sollen wir unten nach unten. Er bringt uns runter zu den Spielertunneln. Nee, bei den Spielerparkplätzen. Dort packt ihn quasi ab, wenn er zu seinem Fahrer läuft. Aber man wird erst durchgelassen, wenn der Security auch von einem Bescheid weiß. Das sind so viele. Und der Security, der ist so managed bei Al-Nasser, der weiß von uns, was Sadio gestern gesagt hat, hey, die zwei kriegen noch ein Foto.
Und da müssen wir halt hoffen, dass er gute Laune hat. Stell dir vor, wir kommen durch und sagt, dann stehen wir da und dann sagt, no, no, sorry. Sorry, guys. Das Spiel auch, komm, wir haben nicht eins. So, schau mal, was der Sadio macht, Leute. Ich guck mal, wenn ich noch ein paar Aktionen von ihm drauf hab. So, da ist er. Sadio. Guter Ball, Junge. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon gemerkt, Leute. Mittlerweile haben wir jetzt schon so viel mit den ganzen internen Leuten hier geredet. Alle sagen hier nicht Cristiano zu ihm, sondern alle immer Chris. Hätte ich auch davor nicht gedacht. Scorer. Ah, die widmen ihm seinem Torrekord von 2023. Ja, Chris. Die stummen seine Sprechchöre an. Oder Sü, sagen die? Sü? Chris? Wir haben ihn immer noch nicht mit eigenen Augen gesehen, sondern nur über den Monitor. Sie haben es genau bei Minute 7 angefangen. Jetzt am Ende so ein Sü oder so, oder was? Hörst du? Cristiano. Wo ist er? Jetzt filmen sie ihn. Schau, es geht weiter. Er chillt da. Eli, er ist hinter dieser Scheibe. Er ist, glaube ich, hier in dem Bereich, aber ich habe es genau nicht drauf vom Winkel. Ja, er ist da. Er wird vielleicht sich wieder runtersetzen, aber gerade chillt er noch hinter der Scheibe. Schau mal, er setzt sich nicht mal da vorne hinten. Also er ist sogar dort nochmal hinter einer extra Scheibe, Bro. Wir hatten echt Hoffnung, dass er genau da sitzen wird und wir dann einfach hier an die Scheibe gehen und ihn kurz rufen. Bro. Man träumt natürlich also, einfach, wenn man hier schon ist. Das ist so krass, wenn ich hier Cash wäre. Es wäre 100% geklappt, hätte er heute gespielt. Und er hat heute Mittag die Sperre bekommen. Gestern hatte er die noch nicht. Die endgültige offizielle Sperre. Ja. Das auch noch indirekt wegen Messi, Digga. Das ist wirklich krass, ja. Wir haben jetzt noch so Minztee bekommen. Pommes, Chicken Wings, so kleine Mini-Burger. Und? Schmeckt's? Oder? Hier sind auch noch süße Sachen. Und steht immer noch 0-0 nach 20 Minuten. Elfmeter für Al-Nassr. Talisca wird antreten, das ist schon mal gut. 3 Punkte verbessern natürlich auch die Laune von Chris, auch wenn er jetzt nicht auf dem Platz selber steht. Er hat einen guten Schuss. Ja. Da ist das Ding. 1-0 Al-Nassr. Hätte, wenn und aber. Stell dich vor, er wäre auf dem Platz, hätte jetzt den Elfer reingeknallt, hätte noch bessere Laune. Nach dem Spiel treffen wir ihn, alles gut. So ist es echt, es ist schwierig, Leute. Mann, haben wir Pech. Es sind so viele Faktoren zusammengekommen, das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist auch kein Zufall. Es ist Schicksal, ich glaube auch daran, ja. Das gibt's nicht. Tor für die Gästemannschaft, die können doch nicht gegen den Letzten auch noch verlieren. Eli, die müssen gewinnen. Ich habe mal vor, die verlieren wollen. Auch wenn Saudi League ist, ich glaube, Ronaldo ist so ehrgeizig, den fuckt es dann ab. Ich muss mir die Tabelle gleich angucken, Bro. Ah, okay, also ich glaube, Meister werden sie so oder so nicht. Sie haben ein Spiel mehr. Wenn sie jetzt wieder ein Tor schießen, hätten sie 55 Punkte, dann wären es immer noch 4 Punkte weniger. Und die haben aber ein Spiel weniger, Al-Hilal, also potenziell 7 sogar. Falls sie einen Unentschieden spielen, dann sogar 9 Punkte. Also ich glaube, der hat schon damit nicht ganz abgeschlossen, aber schon rechnet damit, dass sie es nicht mehr schaffen. Talisca schießt das nächste Tor. Mittlerweile steht sogar 3-2 für Al-Nassr. Hattrick für Talisca. Hätte Chris gespielt. Ja, ist erstens wichtig. Hätte Ronaldo gespielt, hätte er 2 Tore. Mindestens. Locker. Er hätte safe getroffen. 3-3. Ey. Als ob die das echt choken. 88. Spielminute. Wir gehen sofort nach Abpfiff runter in die Tiefgarage. Digga, gegen den Tabellen, das ist 3-3. Das kann doch nicht. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, Eli? Ich gucke jetzt den Marktwert von den Spielern. Ich gucke das jetzt an. Bevor ich danach suche, Eli, wie viel Marktwert? Schätzung. Von Al-Hasan? Ja, ganz am Verein also. Die Spieler. Oh, 15 Millionen. 5, na, oder? 10. Dann wäre ein Spieler von einer Set, dann wäre Talisca mehr wert. Doch, oh, 15. Sind 15? Ich würde, das ist nicht geskippt, Leute. Guck an. Das Fußball-Lexikon. Lauer, also 15. Denn bester Spieler ist da 4 Millionen wert. Tose, Portugieser. Ronaldo verdient. Portugieser. Ronaldo verdient in einem Monat mehr als der ganze. Tor? Was? Elfmeter? 90. Minute, 9 Minuten Nachspielzeit. Elfmeter für Al-Nassr, der ist halt voll ins Gesicht. Also hat versucht Ball zu klären, aber das war zu radikal, Bro. Er hat die komplette Bombe gegeben ins Ding. Faust komplett ins Gesicht, das muss Elfmeter geben, Leute. Checking possible penalty war, ja, 92. Spielminute, das wird Elfmeter geben. Ja, er checkt's, es wird Elfmeter geben. Eli, wenn dieses Tor, nein, dann mach keine Augen. Wenn dieses Tor entscheidet, dass wir ihn jetzt treffen, weil er dann doch noch so, weißt schon, das ist wirklich hier, das kannst du so alles nicht skripten, Leute. Guck mal. Ja! Süß!
Schießt Mané. Nee, Talisca für 4 nochmal. Mané, schießt echt Mané? Mané, du schießt. Okay, Sadio schießt. Leute, Sadio hat alles eingefädelt für uns, okay? Aber davor gab es noch einen anderen Weg, aber das konnte ich euch nicht verraten. Und jetzt schießt er 11 Meter. Er ist für die Laune. Stell mal vor, er schießt. Oh, Chris ist gut. Oh, Chris macht man das Bild. Mit dem reinmachen. Und dann ist 3. Der Druck ist jetzt auf Sadio. Nein. Der macht Bild mit uns, Leute. Der Elfmeter muss rein. Die haben zwar Abstand zu Al-Hilal, aber trotzdem, natürlich hat man noch ein Fünkchen Hoffnung auf die Meisterschaft. Wer weiß, die spielen ja auch bestimmt noch gegen die. Ist schon ein sehr, 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 sehr wichtiger Elfmeter für die Stimmung hier von Al-Nassr und von den ganzen Fans. Cristiano ist irgendwo da hinter der Scheibe. Oh mein Gott! Alter, lass den noch unten, Digga! Oh mein Gott, den kannst du! Das war der beste Elfmeter, den ich in meinem Leben gesehen habe. Was ein Penalty. Mit so einem Risiko geschossen und er geht rein. Puh, da muss er auch lachen, der Sadio. Was? Wo? Wo? Wo ist er da? Er geht schon. Ah nein. Ja, er freut sich. Da ist er. Er freut sich. Eli, er hat gute Laune. Ja, komm. Wir kriegen das. Der Fahrer freut sich auch schon voll. Sadio! Schon gedacht habe, Cristiano, Leute, auch wenn die ein bisschen Abstand haben, natürlich ist es besser, wenn die gewinnen. Ist ja logisch. Komm. Gut. Bitte jetzt nicht noch 4-4 kassieren, Alter. Letzte Aktion des Spiels, die schießen das 4-4. Eli. Das ist, wir können nicht mehr Pech haben. Der eine Spieler verlängert mit der Hacke durch die Beine. Also wie Art und Weise auch noch, wie das jetzt gefallen ist. Das kannst du nicht skripten. Freistoß Al-Nassr, Eli. Gute Position. Ich glaube, wir müssen langsam der Realität ins Auge blicken. Das wird schwierig. Kann nicht mehr gegen uns laufen. Wir waren zweimal gestern schon so nah dran an einem Trainingscenter. Wo, da kommst du eigentlich nicht rein. Es war schwerer, dort kein Bild zu bekommen, als eins zu kriegen. Und jetzt so. Und dann fällt es 4-3 auch noch von Mané, Bro. Mit Latte nach unten. Scheiße. Ist wirklich so. Also das, wenn es jetzt sagen und scheiße, dann sind hier höhere Mächte im Spiel. Ist wirklich so. Hier sind in meinen Augen höhere Mächte im Spiel. Wenn das jetzt nicht klappt, du wirst ihn sowieso irgendwann treffen. Du wirst ihn irgendwann treffen, 100%. Aber Trip, den werde ich niemals vergessen. Was hier alles passiert, ist auch so off-cam, was viele gar nicht so mit. Talisca legt sich den Ball zurecht. Potenzieller Viererpack. Eli, wenn er den reinhaut, ist er eine Legende. Wir holen 10 Talisca-Trikots danach. Hand, Elfmeter. Elfmeter, hey, Penalty. Penalty. Das war's, wir müssen loslassen. Ja, jetzt ist over. Es ist Abpfiff, Leute. Wir müssen jetzt gucken, wir sehen uns gleich, falls es klappt oder nicht, aber es ist schwierig. Leute, es kracht. Das 4-4 hat alles noch mal schlimmer gemacht. Die versuchen dahin zu diskutieren, dass wir durchkommen. Es ist eigentlich abgesprochen, aber bei 4-4, Ronaldo ist über ehrgeizig. Egal ob ein Punkt Rückstand oder 7 Punkte, die sagen, das ist eigentlich over. Das gibt's nicht, Bro. Dieses eine Tor, das gibt es doch nicht. Diskutiert aber gar nicht. Ja, er diskutiert. Aber allein, dass er diskutieren muss, zeigt schon, dass es over. Die kennen ihn natürlich am allerbesten, ne? Er kommt jetzt. Ja, guck mal, er umarmt ihn auch und sagt nein und so. Ja, scheiße, Digga, warte. Das war wie in so einem Horror-Thriller. Alles. Aber soll ich dir sagen, man darf nicht ohne Plan, also was ist ohne Plan? Wir hatten einen Plan, aber es muss alles vorher zu 100%. Uns wurde gesagt, ja, ihr steht auf der Liste und so, aber das standen wir anscheinend nicht. War irgendeine Misskommunikation, irgendwo hat es gehabt. Dann, wenn gesagt wird, ja, er spielt vielleicht morgen, ihr könnt dann runter, dann ist er halt gesperrt gewesen. Weißt du, du musst so, also wenn du so weit wegfliegst, dann musst du komplett safe sein. Weißt du, was ich meine? Aber das Timing an sich war eigentlich perfekt. Das Timing. Tor gemacht, die spielen gegen Tabellenletzten. Ja. Leute, das 4-4, also die Leute, die ihn halt hier alle kennen, die sagen halt, er ist halt ultra abgefuckt, dann egal wie viel Punkte Abstand. Ich hatte trotzdem noch so ein bisschen Hoffnung. Ich dachte so, okay, vielleicht ist ja nicht ein Punkt nur, aber trotzdem, wir spielen ja morgen gegen Etihad und die haben halt so gedacht, vielleicht verlieren die das und dann haben die auf einmal nur noch 5 Punkte und die spielen noch. Was soll ich sagen? Wir standen da gerade eben noch draußen. Ich blicke selber gar nicht mehr durch. Auf jeden Fall ist er instant abgehauen nach dem 4-4. Also er hat so einen schnellen Weg, wie er noch schnell aus dem Stadion rauskommt. Wir hatten nochmal so einen anderen Tunnel und Aufzug und der ist instant weggefahren. Mein Flug geht in 2,5 Stunden für den Nachtritt. Chef, euch verpasst. Wir haben alles probiert. Es sollte nicht sein, Leute. Ich glaube auch an Schicksal. Eli, ich wünsche dir alles Gute, Bro, dass das irgendwie bei der EM oder so klappt. Bei der EM über andere Wege. Weil das hier war kein... Das war so...
bisschen über. Ja, aber eigentlich schon, ja. Aber muss, so. Der hat ja das Bild bekommen, weißt du, was ich meine? Ja, da gab's ich weiß, irgendwie Lust, so, das war. Da sind tausend Sachen zusammengekommen, Bro. Es kann nicht, also. Aber wenn wir auf dieser Liste wären, dann wäre ja safe gewesen. Ja. Es ist, also ich habe gefragt, sind wir auf, also sind, ist das alles safe? Und er sagt, er hat gesagt, ja, ja. Dass die in den Top vorletzten, Digga, mit 4-4, das kann doch nicht sein. Also Leute, schaut auf jeden Fall auch Eli seinen Vlog an, das ist eine andere Perspektive nochmal. Ja, aber der gleiche Bruch. Ja, für ihn wahrscheinlich nochmal ein noch schlimmerer Bruch. Okay, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Vielleicht wiederholen wir das irgendwann nochmal, aber... Nein, nein, ich komme. Dann hier nochmal komme ich nicht. Lasst einen Trost-Daumen nach oben für ihn da. Haut rein, bis zum nächsten Mal.